Hi Leute, Felix hier vom Autopflegeshop. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem letzten Video habe ich euch ein Testspot-Verfahren gezeigt, wie ich die richtige Politur finde. Daraufhin habe ich ein paar E-Mails bekommen mit der Bitte, ein Polierset zusammenzustellen für einen Anfänger. Also wenn ich jetzt ein Anfänger wäre und ich würde mir eine Maschine und ein bisschen Zubehör kaufen, was würde ich dann holen? Und das mache ich jetzt. Für den Anfänger bieten sich ein paar günstige Maschinen an. Das wären zum Beispiel Liquid Elements T2000, Dino Kraftpaket 9mm oder die Liquid Elements T3000. Und wenn ich jetzt eine von den Maschinen auswählen müsste, dann würde ich auf die T3000 greifen, weil die für mich persönlich ein paar richtig gute Vorteile hat. So sieht die T3000 aus, ne? Die ist ein bisschen länger als die beiden Kandidaten, dadurch auch ein bisschen stabiler zu halten. Die hat so einen Pistolengriff, einen gummierten Griff, sehr angenehm zu führen und vorne hier so einen größeren Kopf, was auch mit größeren Händen auch sehr, sehr gut festzuhalten ist. Ne? Geliefert wird die Maschine mit einem 125mm Teller, deswegen würde ich zusätzlich dazu nochmal einen 75mm Teller bestellen. Da haben wir zwei Kandidaten, einmal einen schwarzen von Liquid Elements und einmal so einen gelben von APS, also von uns, beides mit Zusatzgewichten, damit die Vibration ausgeglichen wird. Und ich habe schon mal gelesen, dass manche befürchten, dass die Maschine stark vibriert, wenn man jetzt einen 75mm Teller draufsetzt. Weder bei dem einen noch bei dem anderen Teller irgendwelche Vibrationen, die irgendwie außergewöhnlich sind, überhaupt kein Problem. Die zweitwichtigste Geschichte beim Polieren ist natürlich das Licht. Denn wir müssen sehen, was wir polieren und wie wir polieren. Es bringt nichts, die beste Maschine zu haben und dann kein Licht zu haben, um zu sehen, was man da machen muss. Und man kann als Anfänger natürlich mit so einer LED-Lampe vom Handy anfangen oder sich eine billige Taschenlampe zu holen und dann damit versuchen, was zu machen. Aber ich sag euch, es wird keinen Bock machen mit der LED-Taschenlampe, es wird keinen Bock machen mit der billigen Taschenlampe, weil die eckige LEDs drin verbaut haben, weil die Reflektoren schlecht sind, weil die Schatten werfen bei einem Lichtkegel und so weiter. Es muss einfach, am besten wäre eine professionelle Beleuchtung, aber so eine Handlampe aus dem Profibereich, die würde mehr kosten als die Poliermaschine. Und deswegen habe ich eine Lösung für euch, wenn auch nur temporär. Wir haben ja viele Lampen von ScanGrip da und momentan haben wir einen Abverkauf von der ersten Generation der professionellen ScanGrip-Lampe. Die kostet momentan 59 Euro und die wurde vor ein paar Jahren für über 100 Euro verkauft an Profis und die nutzen die Lampe immer noch, weil die gar nicht kaputt geht. Verbauter Akku und so weiter. Ich habe da ein Video gemacht zu den ScanGrip-Lampen, verlinke ich euch oben, könnt ihr euch gerne mal angucken. Aber ich würde auf jeden Fall ein paar Euro in eine richtig gute Lampe investieren, denn Licht ist wirklich sehr, sehr wichtig. Für die Poliermaschine benötigen wir natürlich auch die passenden Polierpads. Hier müssen wir zwei Größen haben, einmal für den 75mm Teller und einmal für den 125mm Teller. Bei uns im Shop ist das wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Also wenn ihr im Hauptmenü auf Poliermaschinen geht, dann Poliermaschinen-Pads, dann könnt ihr einfach die Tellergröße wählen und dann werden alle Pads, die nicht dazu passen, einfach rausfiltriert und ihr kriegt eine Anzeige, nur Pads, die auf euren Teller passen. So. Da gibt es natürlich ja verschiedene Hersteller, wie zum Beispiel Rupes, Kochchemie, wir haben bei Cerner auch eigene APS-Pads. Man kann hier einmal gucken, welche Marke dann einem besser zusagt, welche Form dann besser zusagt. Das muss man dann einmal austesten, wenn man jetzt einen Lieblingshersteller hat, dann vielleicht von dem Hersteller und dann gucken, was es noch anderes gibt auf dem Markt. Wenn ich jetzt ein bisschen auf das Budget aufpassen muss als Anfänger, dann würde ich die APS-Pads empfehlen. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, absoluter Premium-Schaumstoff, der da verwendet wird. Und bei den Pads müsst ihr gucken, dass ihr ein bisschen Auswahl da habt. Am besten ist das so, dass ich jetzt einmal Finish-Pads haben muss. Ne? Also für mich jetzt, wenn ich jetzt welche auswählen würde, ich würde mir Finish-Pads besorgen, dann ein Medium-Cut-Pad und dann so ein Heavy-Cut-Pad. Ne? Dann habe ich so alle Bereiche abgedeckt für tiefe Kratzer, mittlere Kratzer und für den Finish-Bereich. Bei den APS-Pads würde ich folgende Einstufung nehmen. Ich würde mir blau holen für den Finish-Bereich, gelb für den Medium-Cut und dann noch so ein lila Pad für Heavy-Cut-Bereich. Ne? Das Ganze gibt es natürlich auch für den kleinen 75mm Teller, da auch dieselben Farben. Bei den Polituren ist das eine ähnliche Geschichte wie bei den Polierpads. Ich habe jetzt hier eine größere Auswahl von Rupes, Sonax, Mencerna oder zum Beispiel auch Kochchemie. Hier würde ich auch einmal den Hersteller wahrscheinlich wählen, mit dem ich schon ein bisschen Erfahrung habe.
Wenn nicht, dann würde ich hier so einen Preis-Leistungs-Bomber nehmen, wie eins von Mencerna. Und bei Mencerna und bei den anderen gibt es verschiedene Einstufungen. Hier sollte ich auch das Ganze so ein bisschen mixen. Bei den Mencerna-Polituren wären das für den Finish-Bereich die Super Finish 3500. Als Medium-Cut würde ich die 2500 nehmen und dann für den Heavy-Cut-Bereich die HCC 400. Die HCC 400 ist eine Sonderpolitur, die Polierkörper zerfallen schneller beim Poliervorgang und dann geht die aus dem Heavy-Cut-Bereich in den fast schon Finish-Bereich. Das heißt also, wenn ich jetzt mit der 2500 nicht klarkommen würde und immer noch Kratzer da sind, dann würde ich die HCC 400 nehmen, dann den 2500er Schritt überspringen und dann gleich mit der 3500er den Finish polieren. Wenn das nicht notwendig ist, dann reicht auch die 2500 und dann nochmal die 3500 hinterher. Dann habe ich dann zwei Stufen Politur, die wirklich super Ergebnisse bringt. Was ich noch dazu nehmen würde, ist der Pet Primer. Das ist eine Entwicklung von uns, haben wir komplett selbst entwickelt. Das ist so eine spezielle Flüssigkeit, die sehr, sehr langsam verdampft, ne? Also viel, viel langsamer als Wasser. Und das dient dazu, das Pad länger feucht zu halten. Oder gerade am Start, wenn ihr so ein neues Pad habt, könnt ihr zwei, drei Sprühstoße drauf sprühen und dann ist das Pad schon feucht und saugt nicht die ganze Flüssigkeit aus der Politur. Das hilft wirklich enorm beim Starten und auch zwischendurch, wenn ihr merkt, okay, die Politur wird jetzt zu trocken, dann könnt ihr anstatt der neuen Politur einfach jetzt zwei, drei Spritzer von einem Pad-Primer drauf sprühen und dann könnt ihr mit derselben Politur einfach weitermachen und die richtig ausfahren. Ja, auf jeden Fall Pad-Primer dazu. Es gibt aber Bereiche im Auto, die soll man nicht polieren, zum Beispiel wie Kunststoffgummiteile und die muss man schützen und zwar mit so einem Klebeband. Also ich würde, wir haben einiges da, Aquadynamic, K-Pro und so weiter. Ich arbeite ganz gerne mit dem blauen 3M-Band, weil er sehr, sehr flexibel ist. Ich mache euch nochmal ein Video, wie man die Gummiteile richtig beklebt oder die Kunststoffteile richtig beklebt. Wenn ich jetzt Anfänger wäre, dann würde ich wahrscheinlich so ein 30 mm Band nehmen. Und wenn ich mehr Erfahrung habe, dann würde ich das Band immer kleiner und kleiner nehmen. Denn dann mit mehr Erfahrung, da weiß ich schon, wie man mit der Maschine umgehen muss, um nicht auf die Kunststoffteile zu kommen. Und das Band dient mir dann einfach nur zur Sicherheit als Schutz. Thema Tücher zum Abnehmen der Politur. Da haben wir natürlich eine riesige Auswahl an Mikrofasertüchern da. Ich würde auch Mikrofasertücher dafür verwenden. Wenn ihr bei uns im Shop auf Mikrofaser klickt, dann könnt ihr nochmal im Untermenü Polieren auswählen. Dann kriegt ihr die Tücher angezeigt, die für die Abnahme der Politur am besten geeignet sind. Da ist auch eine größere Auswahl da. Manche mögen zum Beispiel so kurzfaserige Tücher, wie zum Beispiel diese Snapper-Tücher von Liquid Elements oder etwas längere Faser, APS Green Pepper oder zum Beispiel randlose weiche Tücher wie das hier, das ist sehr gut, Liquid Elements Peppermint oder Yellow Chick. Das haben wir schon länger da. Das ist eine hammergeile Mischung, 70-30 Polyester-Polyamid und da bin ich jetzt momentan auf so einem Yellow Chick Trip. Das haben wir schon länger da, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich immer das gelbe Tuch nehme. Deswegen schmeiße ich dieses Tuch einmal in das Set mit rein und dann haben wir ein Tuch zur Politurabnahme. Bei dem Tuch ist es auch so, dass ihr einen Mengenrabatt bekommt, ab 5 Tücher. Ich meine über 30%. Müsst ihr nochmal gucken, wenn ihr mehr als 5 Tücher kauft, 30% auf den Yellow Chick. Nach dem Polieren muss man natürlich die Politur runterholen vom Lack und das geht mit einem Tuch in Verbindung mit IPA. Das Ganze wird dann auch entfettet und perfekt vorbereitet für die Versiegelung. Wir haben verschiedene Mischungen an IPA da. Das ist Isopropanol, so ein Gemisch, Fertiggemisch. Und auch von Liquid Elements haben wir zum Beispiel auch IPA konzentriert da, also 99%. Für einen Anfänger würde ich eine Fertigmischung empfehlen. Wie gesagt, wir haben einige da, aber ich würde einfach meinen Lieblings-IPA nehmen, Giant Prep. Das hat mehrere Gründe, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Anfänger so ein konzentriertes Isopropanol kauft, dann müsst ihr das Ganze verdünnen. Das heißt, ihr müsst dazu holen einen Kanister, weil das 1:4 verdünnt wird, dann habt ihr 5 Liter davon. Dann müsst ihr einen Kanister holen, einen Hahn, einen Trichter, eine Flasche, einen Trigger und so weiter. Und dann habt ihr 5 Liter da bei euch in der Garage stehen und als Anfänger, da benötigt ihr einfach nicht diese 5 Liter von IPA da. Zusätzlich stinkt das Ganze nach so Industriealkohol und das brennt wie Sau. Deswegen würde ich mir so eine Fertigmischung kaufen, da habt ihr überhaupt keine Probleme mit. Die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, 500 oder 1000 Milliliter. Der Trigger wird gleich mitgeliefert, Deckel abschrauben, Trigger rein und da könnt ihr sofort lossprühen. Den 99%igen, den würde ich holen, wenn ich schon ein bisschen länger dabei bin,
wenn ich mehrere Autos poliere, das Ganze öfters brauche und so weiter, da kann ich mir so ein paar Euros sparen, indem ich mir so einen Kanister besorge, das Ganze selber zusammenmixe und so weiter. Aber als Anfänger reicht das vollkommen aus. So, zum Schluss noch Thema Sicherheit. So eine Maschine ist ganz schön laut, deswegen müsst ihr auf eure Ohren aufpassen. Mindestens, was ich haben würde, das sind solche Gummistöpsel, die ihr euch ins Ohr stecken könnt. Oder zum Beispiel auch so eine Mickey Maus. Die ist natürlich perfekt, die filtert alles ab, was dann an Geräuschen kommt. Oder manche Detailer verwenden zum Beispiel auch Musikkopfhörer. Ja, jetzt habe ich schon gelesen, irgendwo jemand geschrieben, so, ja, aber das hat ja keinen Sinn, jetzt mit Musik die Geräusche zu übertönen, das wird ja noch lauter und das hat überhaupt keinen Sinn. Aber das machen die auch gar nicht, denn diese Kopfhörer, ne, die haben so eine weiche Polsterung und bedecken ja komplett das ganze Ohr und oder die Ohrmuschel und die haben ja zwei Funktionen. Einmal kommt die Musik raus und einmal filtern die Kopfhörer ja die Außengeräusche. Ich habe zum Beispiel bei diesen günstigen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, wenn ich die aufsetze, dann merke ich, und die Maschine anmache, dann merke ich überhaupt keinen Unterschied von der Dämpfung mit diesen Kopfhörern und mit diesen Stöpseln halt, ne? Also das ist dieselbe Dämpfung der Geräusche. Von daher kann man das auch machen, besser als gar nichts. Also Musikkopfhörer, die jetzt so eine weiche Polsterung haben und das Ohr abdecken und dann sich leise Musik oder entsprechend Musik anmachen, dann ist es auch nicht so langweilig, 5, 6, 7, 8 Stunden das Auto zu polieren, ne? Also geht auch, besser als gar nichts. Des Weiteren müsst ihr natürlich eure Haut schützen, ja? Wir haben solche schönen Handschuhe da in verschiedenen Farben und ihr müsst eure Haut schützen, denn wenn ihr poliert und die Politur auf die Haut kommt, dann wird das Ganze schnell trocken. Die Haut kann dann ja rau werden oder beziehungsweise kann auch Risse geben. Deswegen schützt allgemein auch bei Autopflege, bei der Chemie, bei der Verwendung von Chemie, schützt eure Haut durch Handschuhe. Wir haben da von Uniglobs verschiedene Größen, verschiedene Farben, verschiedene schöne Farben, satte Farben, die nicht so nach Krankenhaus aussehen, so weiß durchsichtig. Sucht euch da das Passende raus. Auf jeden Fall die Haut schützen. Zum Schluss nochmal die Lunge. Ihr dürft natürlich diesen Polierstaub nicht einatmen oder wenn ihr jetzt so eine kleine Garage habt, die schlecht belüftet ist, wo alles zu ist und ihr poliert da über mehrere Stunden, dann wirbelt ihr natürlich viel, viel Staub auf. Das ist auch Polierkörper, die dann durch die Gegend fliegen oder Polierstaub, das durch die Gegend fliegt, um eure Lunge zu schützen. Dann haben wir solche Masken P3 von APS. Die könnt ihr dann aufsetzen und natürlich auch eure Lunge schützen. Ja, das Set wäre jetzt somit komplett. Keine Angst, ich werde es euch unten in der Videobeschreibung alles nochmal auflisten. Könnt ihr euch gerne in Ruhe nochmal angucken. Mich würde eure Meinung sehr gerne interessieren. Was würdet ihr an dem Set ändern? Würdet ihr genau dieselben Sachen nehmen oder vielleicht andere Polituren oder andere Tücher? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke. Und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.